Sim Racing ist auf der diesjährigen Gamescom definitiv ein ziemlich großes Thema und ja, überraschend. Und es gibt auch einige Hersteller, die jetzt auch mit neuer Hardware hier ankommen und sie präsentieren auch überraschende Hardware und vor allem Sim Racing Lenkräder. Und hier am PXN-Stand, da sind wir gerade und da gibt es ein Special Event und zwar eine Competition. Und zwar können hier Fahrer antreten mit dem neuen PXN-Wheel und zwar in Assetto Corsa Competizione und die Besten gewinnen nämlich auch dieses Wheel. Wir haben jetzt die Competition am Laufen, zumindest die erste des Tages, beziehungsweise heute die einzige des Tages. Morgen ist wieder eine, übermorgen noch eine und wir haben hier schon ein paar richtig schnelle Fahrer und das Krasse ist, die kleinsten, das waren die schnellsten Fahrer. Also wir haben einen kleinen Stöpsel hier gehabt. Kartfahrer mit 11, passt kaum an die Pedale ran, hat aber die Bestzeit runtergerissen bisher. Mal schauen, ob das noch geknackt wird. Also dieses Wheel wird natürlich dann auch noch getestet hier auf dem Kanal und ich bin echt gespannt drauf. Aber der erste Eindruck ist schon mal echt fett. Direct Drive Wheel mit 6 Newtonmeter, richtig nice. Und es wird natürlich auf Pixel Connect getestet, nicht auf Frau Pixel. Aber vielleicht möchtest du auch testen. Das kann ich gerne machen, aber ich glaube, ich bin im Simracing nicht ganz so kompetent. Macht da nichts. Nee, ich habe Bock drauf und das wird auf jeden Fall noch schön ausgetestet werden. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier noch für Bestzeiten gefahren werden, weil wir haben richtig paar talentierte Fahrer am Start. Ja, PXN ist ja auf jeden Fall ein recht neuer Hersteller im Sim-Racing-Bereich. Die haben jetzt erst vor kurzem angefangen, Wheels herauszubringen. Und dieses Wheel, was hier eben gefahren wird, das ist noch nicht raus. Es wird demnächst herauskommen, und zwar als Bundle. Das Lenkrad plus die Base plus die Pedale. Das ist eher im Einsteigerbereich. Also auch erschwinglich auf jeden Fall. Und wir haben auf jeden Fall auch Herrn Pixel, der da hinten schon sehr fleißig arbeitet und die Fahrer einweist und ihnen Tipps gibt. Und ich glaube, einer von denen wird sich auch sehr, sehr über dieses Wheel freuen, wenn er das gewinnt. Denn heute Abend wissen wir, wer der Gewinner ist. Wir haben hier am Messestand von PXN deren erstes Direct Drive Wheel, das PXN V12 Lite. Später kommt auch noch eine weitere Version raus, aber zumindest ist das V12 Lite hier schon mal anspielbar. Und was mir echt gefällt, ist natürlich die Laufruhe, typisch für den Direct Drive. Und natürlich auch die sehr direkten Effekte, die unmittelbar ankommen und einfach ein gutes Gefühl haben. Was richtig krass ist, ist das Quick-Release-System, weil es echt massive Metallverbindung. Das Wheel hat 6 Newtonmeter Drehmoment und ist damit ja Einsteigerklasse. Ist natürlich auch eher für den niedrigeren Geldbeutel auch geeignet. Ich werde das auf jeden Fall noch genau testen, ist klar. PXN hat ja allerlei Hardware im Angebot. Unter anderem ja auch, ja, ich sage jetzt mal, die billigen Wheels, die ich jetzt nicht wirklich empfehle, ganz ehrlich. Es gibt aber auch irgendwie Flightstick. Es gibt auch das PXN V10, das ich letztes Mal im Test hier hatte. Es gibt auch austauschbare Lenker, die man eben draufschraubt. Das ist natürlich nice, vor allen Dingen Metall. Natürlich das neue V12. Und was ich auch cool finde, natürlich, sie haben auch Arcade-Boards mit am Start und das ist natürlich auch sehr, sehr schick. Und es gibt auch noch verschiedene Controller vom Hersteller und das auch in quasi allen Farben.